Schönen guten Abend, Leute, und herzlich willkommen zum nächsten Freundschaftsspiel zwischen B Dortmund und ADR 11. Gestern ja habe ich ja das Spiel mit 2:1 gewonnen. Heute gibt's die große Revanche für den Marcel. Und heute muss ich dazu sagen, heute habe ich echt ein bisschen Schiss, muss ich sagen. Dass es heute wieder eine ganz dicke Klatsche für mich wird. Aber jetzt haben wir erstmal die Konterchance. Van der Post. Das fängt ja schon gut an, wieder hier. Van der Post. Ach, schade. Gute Chance. Und heute tritt er wirklich in Bestbesetzung auf. Und deswegen habe ich wirklich ein bisschen Schiss, dass es heute hier wohl eine Klatsche geben wird. Aber mal sehen. Meine Spieler sind gut eingestellt. Ja. Also, heute Mittag gab es einen Liga-Erfolg. 3:2 war ein sehr knapper Erfolg am Ende. Jetzt hat Westermeier erstmal die Chance. Oh, gibt das Elfmeter? Oh, das wäre es jetzt hoffentlich nicht. Van der Post bekommt jetzt eine gelbe Karte, aber es gibt nur Freistoßglück gehabt. Aber vielleicht wird es auch gefährlich nehmen. Puh. Also, heute Mittag Liga-Erfolg 3:2 war am Ende sehr, sehr knapp gewesen. Aber Sieg ist Sieg und ich denke, das ist wichtig. So, jetzt haben wir hier. Nee, oder? Ach, Gott sei Dank. Ich habe mal wieder Probleme mit der Verbindung. Das kennt ihr ja bereits schon. Und das in dem wichtigen Spiel. Ach nee. Das muss doch jetzt nicht sein. So, ich muss die ganze Scheiße jetzt hier erstmal neu laden. Und das dauert jetzt wieder einen Moment. Ich hoffe, dass das jetzt nur was Einmaliges macht. Ich bin gleich wieder da. So, jetzt bin ich wieder da. Ich hoffe, dass das jetzt hält ein bisschen die Verbindung noch. Das Spiel nimmt ja auch übrigens der Marcel auf, also die Szenen, die ihr jetzt hier verpasst, könnt ihr bei ihm im Video auch sehen. Ne? Warum kann ich jetzt denn ins Spiel gehen? Hä? Die mich schon wieder verarschen hier. Also, es läuft mal wieder ganz prima hier. Also, bei so einem wichtigen Spiel und dann so ein Hänger. Ey. Also, da könnte ich echt schon wieder mich so aufregen. Aber ich mach's nicht. Es ist ja nur ein Freundschaftsspiel. Jetzt laden wir das Ganze nochmal eben. Ja. Mittlerweile steht es wahrscheinlich schon 2-3-0 und ich weiß es nicht. Zum Glück, aber da muss ich die ganze Scheiße nämlich nicht mehr erleben. Ja, passt ja mal wieder gut zusammen hier. Und ich hoffe, dass der jetzt endlich mal. Ich verstehe nicht, warum der jetzt eben das nicht angezeigt hat, dass ein Live-Spiel in Gange ist. Verstehe ich jetzt irgendwie nicht. Woran das jetzt lag. Und er braucht wieder so lange beim Laden. Also es regt mich echt auf. Also die letzten Tage hatte ich echt Glück gehabt immer. Ich hätte vielleicht doch den Raum wieder wechseln sollen. Mann, komm jetzt, Mann. Also ihr seht, da will man einmal was machen und die Scheiße geht hier wieder nicht. Also es ist echt zum Kotzen, finde ich echt. Also es ist echt. Ja, aber das ist eben halt live. Ihr erlebt es mit und die Spielszenen, die ihr jetzt eben verpasst habt, könnt ihr dann beim Marcel im Video sehen. Der hat mit Sicherheit keine Probleme hier. Und ja. Wir haben das Ganze ja schon mal gehabt damals beim. Wann war das gewesen? Ach genau, ein Ligaspiel noch gegen ein Topspiel war es ja noch gewesen. Das weiß ich noch.
Das weiß ich noch. Dann kam ich zurück, stand 3-1. Dann ist gerade das 4-1 gefallen. Und er zeigt mich schon so lange schon. Ja. Also, ich kann es gerade irgendwie nicht verstehen, was das jetzt hier gerade ist. Dass der mir nicht anzeigt, dass hier gerade ein Live-Spiel im Gange ist. Keine Ahnung. Ich habe gerade keine Ahnung, echt. Also, ich verstehe es echt nicht gerade. Keine Ahnung. Also ihr seht, es klappt wieder alles ganz super hier. Ja, jetzt will ich gerade mal was ausprobieren. Das hier geht vielleicht. Bei Facebook. Hoffentlich geht das jetzt hier, dass ich euch zumindest noch ein paar Sekunden vom Spiel zeigen kann. Wir haben jetzt schon wieder so viel verpasst. Ach. Aber das werde ich auf jeden Fall nochmal wiederholen, dein Freundschaftsspiel gegen dich. Ja, wie gesagt, es tut mir leid für die technischen Fehler jetzt hier. Keine Ahnung, woran das jetzt hier liegt. Ja, jetzt sind 7 Minuten bereits im Video vorbei. Und das Spiel wird sich auch langsam wohl jetzt zum Ende zu neigen. Ich hoffe, dass es sogar vielleicht eine Verlängerung gibt. Aber ihr lädt schon wieder zu lange. Also, es sieht wohl nicht so danach aus, dass mir jetzt hier was, dass ich euch noch ein bisschen was vom Spiel zeigen kann. Und ich glaube auch nicht, dass es da zu einer Verlängerung kommt, ganz ehrlich. Da muss man schon sehr, sehr abergläubisch sein. Das bin ich nicht. Also, wenn ich verliere, dann nicht so hoch. Also, das war eigentlich mein Ziel jetzt, weil so ein Sieg wie gestern, aber er will mich wieder ärgern. Und das verstehe ich schon wieder nicht. Ja, also jetzt in wenigen Sekunden ist das Spiel auch vorbei. Und es hat eigentlich damit angefangen, dass meine Verbindung wieder verloren gegangen ist. Und dann, keine Ahnung. Ja, tut mir jetzt leid. Tut mir jetzt leid für euch, dass das jetzt hier so schief gegangen ist. Aber was will man machen? Und wir sind drin, ja. Aber da ist der gleiche Fehler, ja. Also, liebe Leute, ich kann es gerade nicht wirklich ändern. Ich weiß nicht, was die Ursache jetzt hier ist. Ihr sagt, dass es in weniger als einer Minute anfangen soll. Das tut es aber anscheinend nicht. Also muss ich das Video jetzt hier leider beenden. Schade eigentlich. Aber ich denke, da besteht nochmal Wiederholungsbedarf. Ja, hier steht es doch, 1-0. Ja. Ja, 1-0, da ist das Spiel schon vorbei, also. Ja. 1-0 durch Ugo in der 17. Minute. Ja, 1-0 ist noch ein akzeptables Ergebnis, sagen wir mal. Und wir sind nicht unter die Räder gekommen, also. Ja, dann beende ich das Video auch für heute. Da ich euch ja schon über die aktuelle Lage in der Liga informiert habe, werde ich das Video auf jeden Fall auch einmal auf YouTube stellen. Also gut, ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend. Wir hören uns dann morgen wieder. Morgen gibt es dann wieder ein Live-Spiel von mir um 13:48 Uhr gegen Matute FC aus Argentinien. Ja, schönen Abend noch. Ciao, Leute.